Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen weiter die Doom Beta. Die geschlossene. Weißt du noch? Nicht mehr? Es ist nicht so schlimm. Die Doom Beta, die ich jetzt nach der ersten Folge nicht ganz so krass fand. Also es hat mich, wie ich das so schön formuliert habe, das Spiel hat mich noch nicht abgeholt. Ja, ich stehe wie Kevin alleingelassen von Mutti vor der Schule und weine, weil mich das Spiel noch nicht abgeholt hat. Es ist halt noch nichts dabei, wo man sagen würde, aus meiner Sicht, oh mein Gott, geil, das macht ja richtig Spaß. Also noch nicht mal, ach ja, das ist ja mal ein cooler Modus, sondern ich meine, du hast halt ein Team Deathmatch, wo dann irgendwer dieses Monster wird anscheinend. Das hatten wir schon ein paar Mal, Leute. Und es ist ja auch noch nicht mal irgendwie so, als wenn das Spiel dir irgendwelche krassen Mechaniken geben würde, wo du dann viel Spaß hast. Also irgendwelche krassen Waffen oder irgendwelche, weiß ich nicht. Es ist halt so ein Quake Unreal Tournament Mix. Aber lass uns einfach nochmal spielen. Ich habe die Hackmodule angepasst. Das ist so ein bisschen wie COD, ne? Du hast halt hier irgendwelche Perks, wie ich sie mal nenne. Wahrscheinlich wollen sie extra nicht Perks nennen, damit es nicht so COD-lastig wird. Und genau, kannst dich hier anpassen. Das haben wir schon gemacht. Wir haben noch eine Verspottung, haben wir noch nicht ausgesucht, ne? Okay, du kannst halt verspotten. Oh, das möchte ich haben. Hallo, Sönke. Wie mache ich das? Wie? F4. Okay, das muss ich mir merken. Und Waffen anpassen. Oh. Jetzt sag bloß, ich kann hier... Oh. Okay, das ist cool. Okay, das ist cool. Useless. Aber cool. Habe ich einen Neon-Raketenwerfer? Yo, mit Muster? Natürlich. Geil, Sönke, mein Raketenwerfer ist voll geil. Deiner ist scheiße, meiner ist geil. Du kannst hier Details und du kannst hier auch, wie schmutzig der ist, einstellen. Ich meine, ist ja schön und gut, ne? Aber letztendlich bringt dir das fürs Spiel gar nichts. So ein bisschen anpassen und so kann man machen, muss man aber nicht. Egal. Partie finden. Wir versuchen mal Kriegsfahrt. Kontrolliere die sich bewegende Zone, um zu gewinnen. Achso, muss ich jetzt noch was machen? Nö, wir warten auf Spieler. Hackmodule sind schon ausgewählt. Anpassungen kannst du noch während des... Okay. Ich sehe sehr gut aus. Wie im echten Leben sehe ich sehr gut aus. Und wie ihr gemerkt habt, ich habe meine Kamera so ein bisschen hier rüber geschoben, damit hier meine Lebensleiste zu sehen ist. Ich hoffe, das ist richtig eingestellt. Kriegspart. Zone geht verloren. Sichere die Zone so, und verteidige sie. Die Gegner haben ganz Zone viele Punkte verloren. Und ich nicht. Okay, was ich jetzt nutzen möchte, ist das Plasmagewehr. Zone wird erobert. Das hier. Wie heißt das so? Zone gesichert. Okay, Zone gesichert. Gut. Verteidigen. Warte. Oh, oh. Oh mein Gott, da ist das große Viech. Und da sind ganz viele Gegner. Wie viel? Wieso kann ich nicht gucken? Machtbesessen aktiviert. Ah, jetzt. Okay, 1, 2, 3. Wir haben schon Leute in unserem Team. Und wieder so nicht. Okay, bedenkt bitte, wenn wir eine Rakete losschießen, dann können wir bei der rechten Maustaste gucken, dass sie explodiert. Oh, shit. Oh, der sieht gut aus. Ich finde, der hat eine sehr, sehr gute Farbwahl getroffen. Machtbesessen aktiviert. Zone geht verloren. Die Stimme kennt man. Was ist das für eine Stimme? Die Stimme vom Sprecher kennt man. Der klingt so. Wie klingt der? Ich kenne den. Wir müssen halt nochmal horchen. Moment mal. Wie geht aber der Spielmodus? Ich muss hier langlaufen. Oh, und hier runterspringen. Selbstmord. Ich möchte gerne Scharfschütze sein. Und wenn ich Scharfschütze bin... Machtbesessen aktiviert. Wer ist das? Fuck. Ich weiß es nicht. Was war denn jetzt los? Es ist... Okay. Oh, ich hab's geschafft. Modul abgelaufen. Zone geht verloren. Was geht verloren? Zone? Wow! Er hat mich von hinten geholt! Noch 50 Punkte.
Halt die Stimme. Jetzt respawn doch mal. Zone geht verloren. Zone geht verloren. Kann ich sprinten? Nein. Oh! Hallo! Oh nein, ich hab doch alle. Ich hab's nicht schon geschaltet! Ich hab's nicht schon geschaltet! Ah, ich bin tot! Ich hätte die Shotgun nehmen sollen. Die Shotgun, die ich doch sowieso mal ausprobieren wollte. Dämonenrune aufgetaucht. Sei ruhig. Ich muss mich konzentrieren. Oh! Verbündeter Revenant gespawnt. Okay, wie mache ich die an? So. Zone geht verloren. Wow! Alles klar, Comeback! Comeback! Verloren. Wie mache ich die Waffe an? Mit der. Also mit Zahlen geht's nicht, komischerweise. Zone wird erobert. Erobern, okay, warte. Hier wird eine Zone erobert. Ich glaube, die will ich ja zurückhaben, ne? Zone gesichert. Nice! Okay, okay. Nice. Besessenheit beendet. Punktelimit erreicht. Lara Sieg. Okay. Grelle, komisch aussehende Marines. Grelle, super krass individualisierbare Waffen. Oh, wir haben das Blitzgewehr freigespielt. Dunkle Levels. Nicht so gute Grafik. Coole Stimme von dem Typen, der Sachen sagt. Es ist echt schwer, hier begeistert zu werden von dem Ding, ne? Ich weiß nicht, wie das so als Zuschauer jetzt, wie das so für den Zuschauer wirkt. Ich würde gerne eigenes Waffenset, da machen wir mal hier, anstatt des Sturmgewehrs, machen wir jetzt das Blitzgewehr. Scheiße. Granate habe ich wieder nicht probiert. Und da das so kurz war, habe ich das gespeichert? Ist es Waffenset 1? Persönlicher Teleporter? Wow. Wow. Oh lol. Okay. Können wir Hackmodule? Wir haben neue Hackmodule, die ich selber noch nicht so richtig verstanden habe. Ich habe auch nicht gesehen, wie man die einsetzt. Muss man die richtig aktivieren? Oder passiert das automatisch? Das könnten wir ja mal. Warte mal, Anpassung. Wir haben neue Sachen zum Anpassen. Rüstung. Linker Arm. Man kann einzelne Arme ändern. Das ist ja krass. Waffen anpassen. Ja, ich habe ja jetzt ein Blitzgewehr, ne? Ich möchte gerne im zweiten Bereich, dass da die Farbe rot ist. Und zwar im weniger Bereich. Und es soll sehr verschlissen aussehen. Why? Okay, haben wir ein gutes Spiel? Nee, sorry, wir konnten an dem Spiel jetzt noch nicht arbeiten. Wir mussten die Konfiguration der Waffen richtig gut verfeinern. Also das Spiel an sich ist halt jetzt ein bisschen kacke, aber die Waffen sehen ganz toll aus und man kann sie individuell einfärben. Ja, Moment, Leute, aber wir müssen doch jetzt die Beta rausbringen. Die geschlossene Beta kommt doch jetzt. Wir müssen... Ja, geht schon. Geht schon. Wir haben ja Raketenwerfer. Ich bin ja jetzt nicht so leicht zu enttäuschen, ne? Aber bis jetzt. Lass uns noch mal eine Runde spielen. Bis jetzt hat mir am besten gefallen Snipergewehr. Und ich meine, die Shotgun, klar, auf kurze Distanz. Ja, aber da gibt's Spiele, die machen das Schießgefühl schon irgendwie cooler. Muss ich ehrlich zugeben. Okay, nochmal Raketen. Wir machen nochmal Raketenwerfer. Ja, drücke R, um das Waffenset zu wechseln. Drücke Q, um das Heckmodul zu wechseln. Ich will Macht besessen. Machtbesessen. Okay, aktiviert. Und ich will die komische Blitzkanone benutzen. Und ich muss Zonen sichern. Da sind Leute. Okay, das ist diese typische
Blitz einfach in die Richtung. Sache. Ich muss nicht nachladen, wie immer. Leute schießen auf mich, wie immer. Ah! Oh, wo bin ich? Wo ist er? Was hat er denn für ein komisches Schild? Guck mal, der, wie bunt die Zahlen über ihm aufploppen, wenn ich ihn treffe. Das ist schon ganz lustig. Rächer. Okay, das war cool. Okay, warte, Achtung. Oh! Oh, auch nicht schlecht. So, Raketenwerfer. Hab ich. Kann es sein, dass ich gerade MVP-mäßig unterwegs bin? Okay. Die Map, ist das eine andere? Sie gefällt mir sehr gut. Scheiße. Ich muss mich heilen. Können wir uns hier heilen? Oh! Oh, ich dachte, ich habe zwei geholt. Das wäre cool gewesen. Nachschub. Ich. Nachschub-Timer aktiviert. Ich bin Zweiter im Team. Zone geht verloren. Hab ich? Oder? Hab ich nicht? Der lebt noch! Zone verloren. Ist das möglich? Hatte der so eine Mega-Rüstung an oder was? Habe ich mich heilen können? Taucht gleich auf. Nachschub-Timer, ja, gib mir irgendwas. Ich will irgendwas. Dämonenrune aufgetaucht. Fuck. Okay, das war auch wieder nicht so gut. Ah, siehst du, da sehen wir jetzt mein Gegner, oder was? Der mich eben getötet hat. Wir haben ihn. Ah. Okay. Blitzwaffe. Ich bräuchte mal Heilung. Haben wir hier. Und ein bisschen Rüstung vielleicht. Nein. Oh, fuck. Hallo. Hat er mich totgehauen. Wie hau ich? Hat da jemand aufgepasst, wie man haut? Mittlere Maustaste, okay. Okay. Ich kümmere mich gerade überhaupt nicht um dieses Sektoren einnehmen und so, weil ich mich noch so ein bisschen einspielen möchte. Haben wir da einen getötet? Oh! Fuck! Okay, wir haben ihm ganz schön viel Leben abgezogen. Wenn da jetzt vielleicht mal jemand beenden könnte, das wäre ein Riesentraum. Nachschubtimer aktiviert. Und Raketenwerfer ist ja ganz nett und so. Aber ich glaube, ich muss snipern hier in diesem Spiel. Es ist etwas, was ich machen muss. Beendet. Warum sind die rote Pfeile? Wird erobert. Warum wird die Zone erobert? Ich prangere das an. Guck, da sind die Sniper unterwegs. Macht ja auch Sinn hier. Ja, was halt? Ich weiß nicht, was ich von diesem Bonus halten soll. Das ist ganz interessant mit den Pfeilen und so. Das Team weiß, wo es langlaufen muss. Heckmodul abgelaufen. Krieg ich den? Oh, shit. Ich muss mich dringend heilen. Und da sind Leute. Oh! Es ist auch cool, wenn man sieht, wie viel man abzieht. Den Leuten mit den Zahlen. Das finde ich schon ganz nice. Und sehr, sehr. Ah! Shit, rech mich! Rech mich! Ja! aktiviert. Ich bin Dritter bei uns im Team. Wie ist die KD? Eroberte Punkte, Kills 9. Ich dachte, ich habe ein paar mehr. Das ist schon okay. So, wo muss ich lang? Oh, hier ein bisschen Rüstung noch. Oh! Okay, anscheinend. Ich glaube, ich muss da lang, wo das hier lang zeigt, ne? Warte mal, wenn ich jetzt hier hochkomme und hier hochkomme, wie komme ich denn da zu der Rüstung? Das ist doch so eine Mega-Rüstung, oder habe ich das falsch gesehen? Komme ich irgendwie hin? Hallo? Zone geht verloren. Dämonenrune taucht gleich auf. Oh, das war ja jetzt nicht so viel. Wo ist er hin? Oh, shit! Zone geht verloren. Ah! Ah! Zone verloren. Zone wird erobert. Verbündeter Dämon getötet. Führung Rocket Jump. Verloren. Was ist das da? Super Mega Leben. Kommen die von hier? Oh fuck! Das ist Monster. Zur Niederlage. Zone gesichert. Yes. Das ist Monster immer noch. Lebt es noch? Nein! Ich will auch mal das Monster sein.
Okay, lass uns mal ganz kurz zum Ende hin das Vortex wieder nehmen. Wir haben immer noch keine Granate gesehen. Wie wäre ich die mit G wahrscheinlich? Hoffentlich. Schaffe ich das noch in diesem Match? Gegnerischer Dämon getötet. Okay, ich habe ihn getroffen, aber... Oh, da kommt schon ein Kumpel von der Säule. Schnell, schnell, Chanel. Wo werden mir hier die Granaten angezeigt? Gar nicht. Oh. Oh, fuck. Ist das unser Kumpel hier? Ja. Dämonenbesessenheit beendet. Was? Oh, was? Ich sehe nichts. Ich war ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Okay, Granate. Nee, Granate wird auf jeden Fall nicht mit G geworfen. Hab ihn. Oh, jetzt. Warte, hab ich? Und jetzt next. Und da ist der Server down. Und da ist der Server down. Spielt ihr auf PC oder auf Konsole? Lese ich gerade doch im Chat, weil ich doch den Chat angelassen habe. Aber ich spiele auf dem PC. Falls ihr auch bei YouTube euch das gefragt habt. Und hoppla, da gab es eine kleine Unterbrechung, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Das war's jetzt für die zweite Folge. Ihr habt ja jetzt erstmal das Wichtigste, würde ich mal sagen, gesehen, was es zu sehen gibt. Tiefer eingedrungen bin ich jetzt noch nicht, aber wir haben alle Waffen gesehen, die man sehen kann, wenn man auf Stufe 3 kommt. Die nächste Stufe war, glaube ich, Stufe 9, wo man die nächste Waffe freischalten kann. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das Spiel hat mich null abgeholt bis jetzt. Es hat mir an keiner Stelle gezeigt, ey, guck mal, es lohnt sich, dieses Spiel hier zu spielen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe gerade super viele Sachen auf dem Zettel und super viele coole Projekte, die ich noch machen möchte und super wenig Zeit. Und ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch Doom spielen werde und vor allem jetzt auch in diesem kurzen, geschlossenen Beta-Wochenende quasi meine Zeit dafür aufbringen werde, weil es ist so... Im Chat hat jemand geschrieben, sehr 0815-mäßig. Und das muss ich leider genauso unterschreiben. Vielleicht habe ich irgendwas nicht gesehen. Vielleicht habe ich irgendwas in dieser Anfangshektik, oh mein Gott, ich spiele ein neues Spiel und ich will ganz schnell alles erfassen, irgendwas nicht mitgekriegt. Vielleicht ist es einfach nur nicht mein Ding, so geschmacksmäßig. Könnt ihr ja mal sagen, was ihr jetzt davon mitgenommen habt in den Kommentaren. Und wir sehen uns wieder in einer der nächsten Folgen, die jetzt hier wieder kommen werden. Das war der Fischkorb. Bis dann und tschüss!